Weiß, Towercap, Gelb, Fungiwood. Okay, also beide wachsen bei uns hier drin. Sehr gut. Also, wir machen jetzt einen Woodstock-Pile. Wie breit? Sagen wir mal 5. 5 breit. Auf der anderen Seite machen wir auch einen 5 breit. So. Hier schmeißen wir jetzt alle Fungiwood und Towercaps raus. Towercap. Ups. Allow all. Die. So. Einfach nur Enter drücken. Genau so war das. Towercaps. Fungiwood. Die werden jetzt hier nicht mehr abgeliefert. Okay. Soweit, so gut. Nächster Schritt. Wir hätten jetzt gerne hier S. Alles geblockt und nur Tower Caps. Und hier hätten wir gerne alles geblockt und nur Fungiwood. Was sind denn Tunnel Tubes und Spore Trees? Das hört sich auch nach Höhlensystemen an. Nether Caps. Oh, ich will gar nicht wissen, was Tode sich hat alles einfallen lassen. Weiter unten. Also ich habe schon lange nicht mehr tief gegraben. Und da unten gibt es ja recht gefährliche Sachen. Und ich will nicht wissen, was in den letzten ein, zwei Jahren da hinzugefügt wurde. So, also unser besessener Zwerg, der es jetzt geschafft hat, zwischen den ganzen Pausedrücken, das ich immer wieder mache, weiterzulaufen, hat sich jetzt ein Lederer-Workshop geschnappt. Na gut. Und er scheint schon fleißig Sachen zu sammeln, das ist sehr gut. Durchdrehende Zwerge sind nie toll. Hast du alles? Noch ein Edelstein, gehört ja zu fast jedem Artefakt dazu. Und eigentlich noch Hundeknochen. Weil auch bei fast jedem Artefakt immer hier Knochen bei sind. Wir müssen noch was absegnen. Das sind also die Preise für die Sachen, die nächstes Jahr kommen. Okay. Die Händler verlassen uns bald, damit können wir leben. Können wir die Brücke wieder einziehen. Und da ist eine Fehlermeldung. Also, wir hatten das hier festgelegt als unseren Anhaltspunkt, die zwei toten Tiere. Und seitdem haben wir Fehlermeldung bekommen, dass wir kein Brass Table herstellen können, weil wir keine Brass Bars haben. Okay. Unser E-Von-LP kann keine Pflanzen sammeln, weil sie in einer verbotenen Zone sind. Und unser Hauler wurde übernommen. Und hier kommt jetzt wieder die Fehlermeldung mit den drei Brass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie früher wesentlich häufiger gekommen werden. Also die Einstellung, die wir jetzt haben, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können fast eine ganze Folge durchlaufen lassen und der Bildschirm wird nicht überflutet mit irgendwelchen roten Fehlermeldungen. Sehr schön. Weiterlaufen lassen. Und er ist immer noch am Sammeln von den ganzen Zutaten. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, dass er Stoff holt. Wahrscheinlich wird es wieder ein Artefakt, das mit irgendwelchen Stoffstacheln besetzt ist oder so. Was war das? Waterskins sind fertig. Okay. Der ist echt unermüdlich. Das hier unten werden wir auch irgendwann mal ein wenig verbreitern müssen. Weil ich sehe jetzt schon, dass die Stockpiles ja alle viel zu voll sind. Und wem läuft das Kanickel da hinterher? Oh, apropos Kanickel. Stopp, stopp, stopp. Z. Tiere. Hier wollte ich letzte Folge eigentlich schon drauf gucken. Da sind jede Menge Hunde. Sachen sind schon vorgesehen zum Schlachten, aber wurden noch nicht geschlachtet. Ja, okay, ich habe zugegebenermaßen auch sehr viel pausiert in der letzten Folge. Das kann noch geschlachtet werden. Ein Babylama. Rentiere. Obwohl, die können wir mal lassen. Ich denke mal, dass die sich nicht weiter vermehren, wenn es erst eine bestimmte Anzahl ist. Also bei den Hunden haben wir es ja beobachten können. Sobald so und so viele Hunde da sind, gibt es einfach keine neuen mehr. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht nur auf Hundefleisch für unsere Nahrungsversorgung bauen, also abgesehen von den ganzen Beeren und Früchten und so weiter, die wir in unserem Höhlensystem finden, sondern vielleicht noch ein, zwei andere Tierarten. Sowas wie Rentier zum Beispiel. Und Pferd und Esel. Das müsste auf jeden Fall reichen. So, die werden also geschlachtet. Haben wir momentan einen Butcher Shop, also eine Schlachterei.
F1. Ja, die sind noch hier oben. Da sollen die zwar nicht langfristig bleiben und auch nicht mittelfristig, aber sie sind da, also können sie benutzt werden. Tut nun keiner. So, Konstruktion hat angefangen, er hat endlich alle Sachen, sehr gut. Ich würde aber gerne mal kurz nach draußen und gucken, ob hier irgendwo noch Pflanzen markiert waren. Denn die Nachricht von E4LP hat mich etwas verwirrt. Da ist ein toter Zwerg. Okay, die Sachen lassen wir ruhig verboten. Aber den Zwergen würde ich gerne einsammeln. Sind das da Wölfe? Nee. Wildschweine. So, irgendwo ein Busch, der braun hinterlegt ist. Da sind braune Büsche, aber die sind nicht braun hinterlegt. Nee, das sieht nicht so aus. Da sind noch lauter Ausrüstungsgegenstände auf dem Boden verteilt. Nö. Also als ich vor 2, 3 Folgen hier alles markiert habe zum Büsche abpflanzen, ist hier oben auch was mitmarkiert worden. Und ich gehe davon aus, dass das gemeint war. Außer, wir haben vergessen, die Burrows zu erweitern, als wir auch unsere Pilzfarm erweitert haben. Das könnten wir mal checken. Burrows war W. Wir hätten gerne unseren Insight. Und ja, richtig, das fehlt. Also wir würden gerne das Burrow weiter definieren. Und zwar so. Und das ging auch über mehrere Etagen, richtig? Richtig. Das da unten fehlt auch noch. Muss auch noch mit rein. Sonst können die später nicht in ihr Schlafzimmer, wenn denn da irgendjemand wohnen sollte. Hier unten fehlt auch alles. Sehr schön. Ich muss nur darauf achten, dass ich diesen kleinen Fitzel da unten nicht mitnehme. Weil der gehört zu der Brücke. Und wir wollen ja nicht unbedingt, dass sie während eines Alarms zu der Brücke laufen und sich unter die Brücke stellen. So, das kann auch alles dazu. Auch wenn wir das nachher nochmal machen müssen, sobald der Weg da freigebuddelt ist. Hier ist alles gut. Alles gut. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Platz. Aber da hier unten keine Gegner einfach so auftauchen können, ist das schon okay. Weiter runter, weiter runter. Wo ist unser... Stopp. Hier geht's runter. Hier haben wir noch einen Stockpile, der aufgehoben werden kann und auch schon aufgehoben wurde, aber nur der linke. Der muss auch noch weg. Ja, nicht ablenken lassen, Geogon. Du wolltest gucken, wie das unten aussieht. Das Ding gehört also noch zum Burrow, bis zum Brunnen. Ja, das macht Sinn. Tiefer aber nicht mehr. Also bei einem Alarm würden sie niemals hier runterlaufen. Sehr gut. Tür ist offen, Tür ist zu. Die können wir mal kurz aufmachen. Und dafür die hier abschließen, damit die beiden Käfige da ersetzt werden. So, wieder nach oben. Und die Jungs mal arbeiten lassen. Also die Burrows haben wir jetzt ein wenig erweitert. Das sollte ich aber regelmäßig überprüfen, weil wir ja immer irgendwas Neues ausbauen. Dann hätte ich gerne... Oh, ganz viele Todesnachrichten. Beziehungsweise eine. Die ganzen Holzsorten wurden noch nicht rübergeschoben. Hatten sie aber noch keine Zeit für. Oh, noch ein Dokument. Okay. Sie hätten gerne von uns, wenn sie denn wiederkommen, Musikinstrumente und Köcher. Ja, das ist noch ein wenig unbalanciert. Also klar, es ist schön, wenn man denen die Sachen gibt, die sie auch gerne hätten, weil sie halt mehr wert sind. Aber wozu? Wenn man ein ganzes Jahr lang aus Stein Krüge machen kann und die dann für Millionen von Zwergen Dollar verkaufen können, dann muss man wirklich nicht wirklich darauf achten, was sie gerne hätten und was nicht. Daran muss eh noch gefeilt werden. Also das wirklich... auch nur das gekauft wird, wo die auch viel Bedarf haben. Dann kann man sowas ein wenig verhindern. Also ja, man könnte theoretisch ein Let's Roleplay Dwarf Fortress machen und nicht alles aus Stein herstellen und verticken, aber das wäre dann doch ein wenig kompliziert, denke ich mal. Komm schon, bringt das Holz darüber. Ich will das Holz verbieten, damit wir das andere Holz verbrennen können.
Oh, wir müssten von jeder Holzsorte mindestens. Ja, das Artefakt gucken wir uns gleich an. Also eigentlich bräuchten wir für jede Holzsorte einen Mini-Stockpile, damit wir es auf Vorrat haben für diese Spezialanfertigung. Wie zum Beispiel besondere Betten oder Tische oder dergleichen für deren Kämmerlein. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Artefakt an. Ein Stinktier-Lederumhang. Sehr schön. Description. Dies ist ein Stinktier-Lederumhang von höchster Qualität. Es ist dekoriert mit Lama-Leder und Tower-Cap und umringt mit Bändern von Stinktier-Leder. Schafswolle und ein einzeln geschliffener komischer Opal ist auch noch drauf. Dieses Objekt ist natürlich mit Ringen behangen und hat Stacheln von Eselsleder und Zitrin. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von einer besonderen Sorte geschliffener Steine in Kupfer. Okay. Ja, Zwergenartefakte halt. Und das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich jetzt machen? Ja, wahrscheinlich ein Cut, weil die Zeit schon gleich rum ist. Aber nein, genau, ich wollte die Stockpiles machen. Also, PW. Wir hätten jetzt gerne ein Stockpile. Sagen wir mal 2x3. Probieren ein bisschen was um. Nö, geht nicht auf. PW. 3x3. 3x3 geht natürlich auch nicht auf. Aber es müsste so eigentlich hinhauen. Ich weiß ja nicht, wie viele Holzsorten es gibt. Und das soll jetzt nur unsere Vorratskammer sein, sozusagen. Vielleicht hätte ich vorher gucken sollen, wie viele Holzsorten es gibt. Ah, Mist. So, das muss alles da weg. So. Schön dran denken, dass momentan noch alle Holzsorten hingebracht werden. Jetzt drücke ich Q, S. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 Holzsorten. Da komme ich mit meinen 10 Stockpiles nicht wirklich hin. Also, P. X. Die müssen also kleiner. Okay, wir können sie einfach direkt daneben machen. Auch wenn das ja nicht so toll aussieht. Also hätten wir gerne hier ein, da ein, da ein, da ein. Naja, und hier okay, einen großen. So, also haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Stockpiles. Und die sind 3 groß. Also haben wir hier 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sehr schön. Müsste also passen. Nächster Schritt. Wir gehen zu jedem von diesen Dingen hier hin und blockieren erstmal alles. Damit nichts dahin geliefert wird. Und wenn ich sonst gleich die Pause wegmache, dann sind alle unsere 55 Zwerge am Loslaufen und wollen hier irgendwas hinpacken an Holz, was da gar nicht hingehört. So. War es jetzt alles weg? Jo. S. So. S. So. Die könnten wir jetzt auch mit Notizen versehen. Also das hier war, ich weiß immer noch nicht, welche Farbe welches Holz war. Tower Caps in Weiß. Shift N. Hier. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Da ist die Mitte davon. P. Du heißt Markierung 3. Auf welche Markierungsnamen eigentlich lassen könnte. No Text. Hier gibt es Tower. Tower Caps. Es waren auch sicherlich Tower Caps. Ja. Und das andere ist Fungi Wood. Shift N. Hier, P, N, Markierung 4, Text, hier gibt es Fungi Wood.
Also ja, das könnten wir machen. Bei allen Einzelnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt on camera machen will oder nicht. Also jetzt eh nicht, sondern in den nächsten Folgen verteilt. Aber ich denke, wir bauen erstmal die Stockpiles einfach alle so auf, verbieten alle und ordnen dann jedem Stockpile eine Holzsorte zu. Danach gucken wir, wie viel sich da verteilt und verbieten die, sobald sie auf den Stockpile raufkommen. Das soll ja wirklich nur unsere Vorratskammer sein. Hier oben kann immer noch ruhig Holz gelagert werden. Das wird dann halt so lange noch verfeuert, bis wir Lava haben. Und später müssen wir es anders gestalten. Aber so soll es erstmal reichen. Gut, gut. Also nächste Folge machen wir uns daran, die Holzsorten auf die Stockpiles zu verteilen und die restlichen Stockpiles aufzubauen. Außerdem habe ich schon noch jede Menge andere Sachen zu tun, die ich inzwischen wieder vergessen habe. Aber da gucken wir halt nach. Soweit bin ich eigentlich recht zufrieden. Die Optimierung unseres Falls geht gut voran. Es wird alles ein wenig übersichtlicher, es werden Markierungen angefügt. Der Eingang ist ein wenig sicherer geworden, aber nicht viel. Dafür ist unsere Miliz gut am Trainieren. Oh Gott, die Miliz. Nee, gut. Ich weiß nicht, immer habe ich zwischendurch so das Gefühl, du hast jetzt vor 3 Folgen die Miliz in den Todesraum geschickt und seitdem sind sie da drin. Aber nee, Gott sei Dank nicht. Also gut, machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.